Heute geht es um eine Herzenssache. Ja, unser Herz ist was ganz Gewaltiges. Es ist ein Wunderwerk, wie vieles andere natürlich. Aber das Herz kann manchmal auch ganz schön trügerisch sein. Es kann uns etwas vortäuschen. Ja, also das Herz ist ja auch das Sinnbild, ja nicht nur Sinnbild, sondern auch der Ort, wo Sachen mehr oder weniger zur Funktionalität gebracht werden. Was heißt denn das? Nun, wenn das Herz nicht funktioniert, dann funktionieren wir nicht. Dann sind wir nicht hier, gell? Aber um zum Losungstext zu kommen, da heißt es, sagt der Herr dem Propheten, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Ezekiel 11, 19. Und das war wohl notwendig, damals und auch heute. Denn ohne dieses neue Herz, das Gott installiert, und da ist jetzt nicht unsere physische Pumpe gemeint, sondern der neue Geist und ein neues Herz mit einer neuen Gesinnung und Einstellung, das kann nur Gott in uns hinein. Weil sonst sind wir einfach unserem eigenen Herzen ausgeliefert, das trachtet eher nach Bösem, nach dem, was gegen Gott ist. Das menschliche Herz, wer kann es ergründen, heißt es ja auch an einer Stelle. Ne? Und darum brauchen wir eines, das der Herr neu installiert. Und dazu ist er bereit. Denn sonst ist man einfach nicht in der Lage, so zu leben und so zu handeln, wie der Herr das eigentlich möchte und wie es uns gebührt als seine Geschöpfe und vor allem dann auch als seine Kinder, wenn wir es geworden sind. Und es ist ja gut und schön, dass der Herr das auch will. Ne? Er hätte ja auch sagen können, na, ich will nicht mehr. Es reicht. Ich habe genug von euch, über euch. Und jetzt ist Schluss. Aber er ist nicht so. Er war bereit, uns da wirklich ein neues und ist bereit, ein neues Herz zu geben und einen neuen Geist. Der Lehrtext, ich bin gerade im Nachdenken, der Lehrtext aus 2. Timotheus 1,7, auch ein sehr bekanntes Wort, da sagt der Paulus dem Timotheus, was sie eigentlich schon haben als Erben, als Kinder Gottes. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung oder Selbstzucht. Ja, also Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Wenn Furcht in unserem Leben ist, dann ist das nicht vom Herrn, sondern er hat seinen Kraft gegeben. Und auch den Geist der Liebe und der Besonnenheit. Heute denn mehr denn je brauchen wir einfach die Wirkungen dieses Geistes. Und dazu können und dürfen und müssen wir uns auch immer wieder ausstrecken und den Herrn darum bitten, dass er uns führt. Und wir müssen und dürfen bekunden, wir wollen uns von ihm durch seinen Geist führen lassen. In der Kraft, in seiner Kraft und in der Liebe, die er in uns hineingelegt hat. Was für ein Evangelium, was für ein Geschenk. Also Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Es gibt viele Dinge, die uns Furcht einjagen können. Denken wir nur an die Zukunft. Also da schaut es nicht so gut aus, gell? Die Zukunft hier werden. Aber die erweiterte Zukunft, die Zukunft, die Kindern Gottes blüht, die ist herrlich. Die ist gewaltig, die ist unbeschreiblich, die ist unvergleichlich mit irgendetwas, was wir uns jetzt je vorstellen können. Also, davor brauchen wir keine Angst und keine Furcht haben. Also, zum Schluss noch einmal, Gott hat uns nicht
gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft, Kraft zu überwinden, Schuld und Sünde und Anfechtungen und der Liebe, dort zu lieben, wo wir nicht geliebt werden, und der Besonnenheit, der Überlegtheit. Ist das, was Gott will in mir und aus mir? Das hat er in uns hineingelegt. Danke noch einmal, auch heute wieder, fürs Dabeisein. Und ich wünsche auch wieder einen schönen und auch einen erfüllten Tag. Und einen herzlichen Gruß hier aus, ja, manche wissen schon, wo ich jetzt bin, aus Bad Kreuznach. Da war ich auch schon für die Andacht von gestern. Okay, dann bis morgen dann vielleicht, ja? Okay, servus. In need of mercy raining down from high above. In need of strength, in need of peace, in need of things that only you can give to me. In need of Christ, the perfect Lamb, my refuge song, the great I am. This is my song, my humble plea. I am your child, I am in need. In need of grace, in need of love, in need of mercy raining down from high above. In need of strength, in need of peace, in need of things that only you can give to me. In need of Christ, the perfect Lamb, my refuge strong, the great I am. This is my song, my humble plea. I am your child, I am in need. In need of Christ, the perfect Lamb, my refuge strong, the great I am. This is my song, my humble plea. His divine power has given us